Bei uns gibt es Scheibenschlage, kennen Sie das? Ist auch ein wunderbarer Brauch. Schibi, Schibo, bei uns, wem soll die Schiebe go? Die Schiebe soll dem Karl-Heinz go oder meiner Oma go, also go, gehen. Wem soll sie gehen? Also sie geht gewissermaßen, aber sie geht nicht, sie fliegt. Ein wunderbarer Brauch. Ich sehe da manchmal, oho, 250 Millionen Schulden. Aha, diesen Spieler kauft. Mir ist es wirklich völlig egal, ob der 220 Millionen kostet, wirklich, oder 440 Millionen. Wirklich, das können Sie mir glauben. Ganz ehrlich, es belöst bei mir nichts mehr aus. Es ist mir völlig egal, weil in denen so, ich kann nicht eine Unterscheidung mehr finden zwischen 220 und 440 Millionen. Es übersteigt meine Fähigkeit, das einzuordnen. Wir sind im irrealen Bereich, das, was ich gerade gesagt habe. Aber es ist gerade Realität. Ja, ich habe keine Schreibmaschine mehr. Klar, nee. Ich würde viel Fehler machen, muss immer glatt rausreißen und wieder neue einspannen. Ach, ich weiß manchmal gar nicht mehr für die Zeit. Wann war das? Wann waren wir im Trainingslager? 2 Wochen oder 3 Wochen. Und haben wir Kick gegeneinander. Haben wir noch geschwätzt miteinander. Es kann alles passieren, wir können alle morgen umfallen und zum Glück ist ja kein Herzinfarkt und ein Schwächeanfall. Kann jedem passieren. Alle Trainer. Und ich bin auch in Köln nach dem 3-0 nicht mehr aufgestanden, ich habe auch gewusst warum. Ja, wie gehen Sie persönlich mit diesen Drucksituationen um? Was schauen Sie dafür, dass Sie Ihre, sagen Sie mal, Entschleunigung kriegen, um damit umzugehen? Das habe ich doch schon 100 Mal gesagt, das wissen Sie doch schon. Das können Sie sich selber beantworten. Ich würde gerne nochmal von Ihnen hören. Aktuell. Okay, Fahrrad fahren, lesen, in den Stuhl sitzen, mit Kindern spielen, wenn es geht, ab und zu lachen, irgendwelche Dokumentationen anschauen. Also, wenn ich mir vorstelle, ich wäre 29 gewesen, da habe ich gerade angefangen als C-Jugendtrainer beim SC. Und jemand hätte gesagt, du bist jetzt ab morgen Bundesliga-Trainer, dann wäre ich eine Woche später nicht mehr Bundesliga-Trainer gewesen, weil ich einen Nervenzusammenbruch gekriegt hätte. Das ist eine enorme Aufgabe und der Hype, wo um ihn gemacht wurde. Also alles, was er dann auch mal nicht richtig macht, genauso wie ich mit 52 genauso nicht richtig mache, kriegt er natürlich alles aufs Butterbrot und wenn er da zu dem Spiel geht und hat die Jacke an und das habe ich dann, aber ich kriege es dann halt auch irgendwie mit, erzähle ich es immer, du hast es gehört, nein, ich habe es nicht gehört. Also dann denkst du, boah, wenn du da vor dem Schrank stehst und hast halt einfach gern die Jacke, weil sie da, und fühlst dich gar nicht so gut und brauchst eine weiche Jacke, das kenne ich ja alles. Und dann kannst du sie aber nicht anziehen, weil sie die Farbe hat. Ich meine, mit 29 und dann gewinnst du jedes Spiel. Das ist ja auch noch, und dann denkst du, ja, das ist, dann gewinnst du plötzlich nicht mehr. Also jedes Spiel. Das ist extrem. Das ist so ein Fokus und Titel da und Wunder und alles, das ist extrem, extrem, extrem schwierig. Ich bin zufrieden mit meinem Leben, ich hab's gut und irgendwann haut es mir um, aber die euch auch. Sie auch. Das ist sicher. Das Einzige, was wir wissen, dass das endlich ist. Und das weiß jeder. Man wollte es gar nicht glauben, weil es ist eigentlich egal, ob jetzt jemand 5 Millionen verdient oder 2 Millionen oder 1 Million. Denkt man eigentlich. Aber es ist halt nicht so. Weil halt andere Denkweise einsetzt bei Menschen. Ich meine jetzt gar nicht nur die, die wir jetzt genannt haben, sondern vielleicht bei mir auch wird es. Oder das 5 und dann aber unbedingt 20, weil der andere 18 und wissen Sie, so Sache. So ist es halt. Und das ist dann lustigerweise, sehen Sie, wir haben wieder so ein Sprichwort, das ist der Preis.